So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, habe ich mir was Neues von meiner iWatch geholt. Letztes Mal habe ich euch die Schutzhülle schon präsentiert. Fürs Fahrradfahren, Laufen. Sie steht ja etwas höher. Die kann ja hinfallen, ohne dass das Glas beschädigt wird. Aber wenn man doch Fahrrad fährt oder läuft und man kommt so kleine Steine hier drauf, da habe ich Angst, dass es Macken gibt. Und deswegen habe ich mir so ein Schutz. Ja, Folie, Schutzglas ist das mehr. Es ist keine Folie. Es ist nicht von Wochenmarkt für 3 Euro, wo ihr noch euch nach 2 Wochen sowieso ärgert. Und wie die jetzt aussieht und wie einfach sie zu montieren ist, das werde ich euch präsentieren. Wie ihr seht, ist hier drinne ein bisschen Alkohol zum Saubermachen, ein Tuch, eine blaue Klebefolie. Muss ich auch mal gucken, wofür sie ist. Und das ist jetzt das eigentliche Schutzglas. Es ist keine richtige Folie. Es ist richtig dick, man kann es nicht knicken. Das ist jetzt für eine 42 mm Uhr. Und wie ihr seht, geht sie vor den Rand, wo es rumgeht, hört sie auf. Deswegen ist es ein reines Glas oder Schutzglas. Und jetzt werde ich sie erstmal montieren und sage deswegen bis gleich. So, um das Schutzglas aufzubringen, wie ihr seht, muss ich mein ganzes Armband oder Survival Pack auseinandernehmen. Dann werde ich den Alkohol oder das Alkoholtuch benutzen, um natürlich die iWatch richtig sauber zu kriegen. Es ist leicht feucht. Trocken reiben. Schauen, ob das wirklich überall richtig sauber ist. Ja, es ist nichts drauf. Und das Glas anbringen. Ihr habt nur eine Folie und die ist hinten drauf, wo die Klebefolie ist. Und das Rest ist das eigentliche Glas. Und dafür tue ich die Kamera jetzt weg. Also kann ich nicht weiter aufnehmen, weil ich möchte sie exakt oder perfekt gerade sitzen haben. Bis gleich. So, habe sie nach einigen Versuchen das Glas drauf bekommen. Und seht ihr genau, wo die Rundung anfängt? Da sollte das Glas anfangen. Es passt wirklich alles. Ich gebe mal meinen Code ein. Das Glas ist sofort da, wie ihr seht. Es funktioniert einfach alles. Also, es ist richtig schön stabil. Ich hoffe, sie hält lange. Und wo ich sie natürlich bestellt habe, werde ich natürlich immer unter ein Video verlinken und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.